Hallenfußball ist angesagt. Und zwar in Burg oder Wara. Ohne große Vorworte geht's jetzt einfach mal los. Ach, und da freut er sich, der Yoshimoto. Ach, schön. So, Text. Nachdem Yoshimoto Imagawa einen Angriff durch die Oda ausgewichen war, kehrte er in seine Heimat zurück. Dort fand er eine geheime Botschaft von Shingen Takeda vor, in der dieser bat, er möge sich dem Angriff gegen die Hōtō anschließen. Yoshimoto willigte ein und brach zu Burg oder Wara auf. Dann wollen wir mal Shingen Takeda unterstützen. Dann haben wir ja einen Verbündeten anscheinend, nicht? Ja. Ah, und wichtig, vor jedem Fußballspiel oder auch Kimari-Spiel ist natürlich, dass man sich etwas Wasser genehmigt. Ich könnte jetzt hier diese komische Lampe wieder reinmachen, dass ihr einfach mal wieder seht, wie es in der Burg aussieht. Weil mit einem Sattel kommen wir hier eh nicht weiter. Aber ich lasse es einfach mal. Einfach um ein bisschen anspruchsvoller. Weil ist ja langweilig, wenn man schon alle Sachen sieht. Nicht wahr? Ja. Das ist Burg oder Wara. Die kennen wir noch. Ich kann Shingen seinen Wunsch nicht abschlagen. Wir müssen den edlen Ujiasu suchen. Richtig. Kennen wir ja noch aus Masamune Date. Und ich glaube, bei Kunoichi hatten wir, glaube ich, dieselbe Burg. Und bei etlichen anderen, bei Goemon, hatten wir die sicher auch schon. Weil da haben wir, glaube ich, jede Burg infiltriert, irgendwie. So, wieder ein bisschen Tempo. Different Tempo. Und hier kommt eine Falle. So, wo ist er denn? Unser Motonobu. Klonk. Offizier besiegt. Richtig. Motonobu, da bist du ja. Mensch, das ging ja schnell. Wir haben die Halle besetzt. Oder? Haben wir die Halle jetzt endlich besetzt? Oder da leuchtet doch noch jemand, oder? Oder sollen wir einfach alle in der Halle töten? Wir töten einfach mal alle in der Halle. Einfach, weil es sich reimt. So, alle Halle. Walle, Walle, das vom Schwalle sich ergieße, Wasser fließe. Oder so. Und du bist ja auch dick. Kannst jetzt ein bisschen Sport treiben, ein bisschen Kimari. Nicht? Ja. Und dann wirst du eines Tages auch so ein großer Spieler wie ich. Und unterschreibst Millionenverträge. Entweder unterschreibst du Millionenverträge oder Millionenverträge. Das liegt ganz bei dir. Je nachdem, wie viel du arbeiten willst. Das war ein Wortwitz, der wieder total bescheuert ist. Das tut mir leid. Ich hab's nicht so gewollt. So. Haben wir jetzt die Halle endlich besetzt? Nein. Da ist ja noch einer. Jetzt haben wir sie aber besetzt, oder? Wir haben hier alles unter Kontrolle, nicht wahr? Aber hallo. Die Halle ist besetzt, auch wo... Ah, okay. Da ist die Taste. Ich habe mich lange nicht mehr geduckt. Woo! Dann können wir wieder ein bisschen glänzen mit unseren Skills. Hier, bam, bam, bam. Wir können ja dribbeln wie so ein Weltmeister. Jetzt pass auf. Genau. Gehen wir mal hier lang. Eine Kiste. Die brauchen wir. Da ist ja gar nichts drin. Wieso verarsche? Die brauchen wir doch nicht. Dann gehen wir halt einfach... Oh, was ist hier los? Über diesen Fallgittern sind merkwürdige Zielscheiben. Schieße ich eigentlich... Was passiert, wenn ich auf das Ziel schieße? Oh, ist ja langweilig. Ich schieße ja mit Pfeil und Bogen. Ich dachte, da haue ich jetzt immer meinen Ball gegen oder so. Das wäre schön gewesen. Wow. Da habe ich ein bisschen unterschätzt. Whoop. Okay. Ich dachte, ich... Nee, überschätzt. Ich dachte, ich wäre schneller. Da habe ich mich überschätzt. Aber egal. Dann kommt wieder die etlich lange Ladezeit hier. Für die nächste Etage. Etage 2. Besetze die Hallen auf der zweiten Etage und die Festung. Wir sollen alle Festungen besetzen. Was ist denn hier los? Hallo, Uchikuni. Hüte dich vor meinen Dribbelskills der Gerechtigkeit und des Wahnsinns. Wop, level up. Genauso muss es sein.
So, die Halle ist aber noch nicht besetzt. Wir müssen erstmal alle wieder hier töten. Ist ja üblich. Schwupp. Ach, Festung war es, nicht Basen. Genau. Diese komischen... oder... Ja? Ja. Die meinen jetzt nicht die Zielscheiben, wo diese Verteidigungshaupt... oder nee, Reservehauptmänner. Wo die sind, das sollen wir einnehmen. So, die Halle ist immer noch nicht. Da kommen ja immer wieder Leute rein. Dann wird es schwierig, die ganze Halle hier zu säubern, wenn hier immer jemand reinkommt. Aber ist geschafft. Es sind noch zwei Hallen übrig. Woher weißt du das? Hast du etwa schon einen Plan von der ganzen Burg? Willst du das nicht teilen? Willst du mir mal nicht sagen, wo wir hier hin müssen? Ich hätte jetzt natürlich auch meine kleine Laterne mitnehmen können. Aber, ja. Lassen wir mal. Machen wir erstmal das hier zu. Bop. Da, okay. Festung des Feindes geschlossen. Das sollen wir machen. Ich gehe nochmal kurz zurück, um zu gucken, ob ich nicht irgendwo eine vergessen habe. Hier ist der Anfangsbereich, hier ist keine. Hier? Nein, auch nicht. Okay. Sieht alles gut aus. Oh, und da kommt schon wieder der Nächste in die Halle rein. Das soll der doch nicht. Unterlasse dies. Hier ist auch keine Festung, dann kann ich hier... Und dann muss man aufpassen, dass man hier auf den Rändern entlang läuft. Weil sonst kommt da so ein Käfig raus... Und das kostet einfach nur Zeit. Nicht wahr? Ja. Das sind hier die Obertricks. Das ist auch ein Gallier, Obertricks. Der ist ein äußerst gewiefter Gallier. Oder so. Da ist eine Halle. Hallo, Herr Hojo. Ujimasa, bist du das schon? Ja. Ich dachte, du hängst oben noch mit Ujinao ab. Oder so. Geh weg. Ja, das ist natürlich normal hier beim Hallensport, dass da manchmal Hertha abgeht. Hertha BSC abgeht. Ah, nee. Das ist nicht witzig. Das ist gar nicht witzig. Über Hertha macht man keine Witze. Die haben schon traurig genug. Glaube ich jedenfalls. Ich habe nämlich keine Ahnung von Fußball. Aber von Kimari, da habe ich Ahnung. Juhu! Leute, macht mal... Oh, ich renne einfach mal durch. Ich benutze das ja eh nicht hier. Dann kann ich das doch mal. So zum Spaß. Eine Spezialität. Genau. Nun ist nur noch eine übrig. Richtig. Aber wir müssen natürlich auch an die Festung denken. Nicht wahr? Die müssen wir ja auch noch abriegeln. Oh. Schön. So, erstmal alle. Weil wenn ich jetzt schießen würde, würden die mir wieder in den Rücken fallen. Und dann könnte ich gar nicht schießen. Das ist ja echt gemein. Ich kann es ja... Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich kann es ja versuchen. So, wop, da seht ihr das. Schon werde ich wieder getreten. Die haben hier ein Schwert und voll die Waffen. Aber die treten mich. Das ist doch gemein. Obwohl, ist ja auch Fußball. Dann, Fußball mit Waffen ist ja auch, doof. Nicht wahr? Jo, jo, jo! Jaha! So, schön abriegeln. Sehr schön. So muss das. Jetzt lasse ich euch mal hier einfach vergammeln. Das hier ist keine Halle. Okay. Alle Festungen sind abgeriegelt worden. Das klingt gut. Dann suchen wir die letzte Halle. Das ist sie nicht. Denn da geht's schon zum... Ah! Zum Ausgang. Aua! Wo kam das? Ach, Bogenschützen. Okay. So, letzte Halle. Auf geht's. Herr Hojo. Die ganzen Uji-Hojos. Uji-Masa, Uji-Nao, Uji-Teru. Ihr seid nicht sehr kreativ, oder? Kann das sein? Mit eurem Namen? Schwupp. So. Jetzt macht euch endlich von dann, damit ich diese Halle... für mich beanspruchen kann. Diese ist ja Hallensport. Und... Hopp. Also.
Wann, das sind sie alle? Nein, du stehst noch da. Mit dem Bogen. So, jetzt aber. Halle besetzt worden, alles gut. Wir sind König dieser Burg. Und auf geht's. Wir sind erst in der dritten Etage, meine Fresse. Das wird eine lange Folge, habe ich das Gefühl. Oder sind wir schon in der vierten? Nee, dritte. Das ist jetzt die dritte. Genau. Und jetzt kommen wieder die Fake-Treppen. Jetzt geht das wieder los. Und was machst du hier? Kagetsuna Katakura. Schleich dich. Denn du kannst mit meinen Dribbleskills kannst du nicht mithalten. Hier, bam. So einfach geht das. Und da latschen wir jetzt. Ich habe mich gerade schon gefragt, soll ich die Festung vielleicht nochmal abriegeln? Aber nein, ist ja keine Aufgabe. Wird uns nur wieder Zeit kosten. Wichtige Zeit, die ihr hier verbringen müsst und mir zugucken, wie ich andere Leute mit Bällchen bewerfe. Du bist also Yoshimura. Masamune. Du hast keine Schwachkopf? Ahnung von Macht. Wen nennst du hier einen Schwachkopf? Du spielst mit Holzschwertern, ich spiele mit Bällen. Das klang komisch, aber egal. Jetzt feindlicher Offizier besiegt. Mit explosiven Bällen. Oh, kleiner Mann. Du hattest Glück. Der ist schon fast zu klein für die Cutscene. Man sieht nur seinen Oberkörper. Ah! Lasst mich durch. Wie wäre es mit einer Partie Kimari? Ja! Schwachkopf! Was? Hier steht jetzt nicht der Sinn nach Kinderspielen. Aber du bist ein Kind. Die Treppe zur vierten Etage ist offen. Dann gehen wir mal. Nein. Das ist die falsche Treppe. Nee. Ach, müssen wir hier wieder darauf achten, welche Treppe wir nehmen? Ist das sowas? Können wir ja mal versuchen. Ich bin zwar extrem schlecht in solchen Sachen, aber man kann es ja versuchen. Nein. Okay. Er hat schon vorher Nein gesagt. Das ist natürlich schön, wenn das Spiel uns so ein bisschen unterstützt. Nein. Okay. Das ist ja gut. Das ist ja easy dann. Hoffe ich. Und wenn ich sage, das ist easy, dann ist es meist so, dass ich irgendwann trotzdem was falsch mache. Und mich der Lächerlichkeit des Netzes zur Schau stelle. Oder so. Wop. Wop. So. Jetzt wird's spannend. Die letzten drei Treppen. Nein. Okay. Das? Wieso? Da hat Yoshimoto mich verarscht. Das ist ja gewieft, Yoshimoto. Da ziehe ich meinen Fußballhut. Gibt es Fußballhüte? Ja, sicher gibt es Fußballhüte. Da hat er mich einfach so getrollt. Der kleine Troll. Aber wenn hier einer in diesem Spiel ein Troll ist, dann Yoshimoto. Aber hallo. Auch wenn er aussieht wie ein Pantomime. Aber er redet anscheinend gerne. Ich rede eigentlich gar nicht gerne. Hat auch der Rockley, glaube ich, hat irgendwas in Skype gesagt, dass es anscheinend wissenschaftliche Studien gibt, dass Let's Player im Normalen eher weniger reden. Als in Let's Play, also, dass sie normalerweise weniger reden als andere. Könnte ich für mich so unterschreiben, aber dann kommt wieder die Frage auf, sag mal, haben Wissenschaftler nichts zu tun, dass sie solche Sachen forschen? Ob jetzt Let's Player im Privatleben viel reden oder nicht? Das ist ja... Ja. Das gibt zu denken übrig. Andere machen Raketenwissenschaften. Shingen nutzt dich nur aus. Ah, jetzt kommen diese Psychospielchen. So, hier ist ja erstmal... von der Falle angegriffen. Doch nicht. Okay. Feindlicher Offizier besiegt. Aber wo war ich? Ach ja, andere machen Raketenwissenschaften und die gucken Let's Plays als Wissenschaft. Ist doch toll, nicht? Ja. Hätte ich auch gern so einen lässigen Job. Ich komme ja jetzt neben meinem Job schon gar nicht mehr dazu, Let's Plays zu gucken.
Geschweige denn dazu, welche zu machen. Ich muss mir immer auch einen gesamten Tag frei nehmen für Let's Plays. Und dann bleibt auch Sachen für Trackerfunk, bleibt auch keine Zeit mehr. Das ist echt doof, wenn man so viel zu tun hat. Hallo Kenshin. Das geht über deine Kräfte. Ja, aber hallo. Spiel Kimari mit mir. Kimari, Kimari, die ganze Nacht. Warum kämpfst du? Shingen nutzt dich doch nur aus. Du auch? Yoshimoto, warum kämpfst du? Das klingt so nett. Ja. Shingen nutzt dich doch nur aus. Wie könnte das sein? Feindlicher Offizier besiegt. Haha. Kommen wir etwa gerade ins Zweifeln? Oder machen wir uns nur lustig? Die Götter haben mich verlassen. Und ich fange wieder an zu lispeln. Das, vielleicht rede ich deshalb nicht viel, weil ich viel lispel. Aber egal. Das ist mir egal. Weiter geht's. Jetzt sind wir, glaube ich, auf der letzten Etage und werden vermutlich auf Shingen treffen. Shingen! Nein, doch nicht. Edler so. Ujiasu, warum suchst du das Chaos? Ich versichere dir, das tue ich nicht. Was hat Shingen zu dir gesagt? Oh, alle sagen, dass Shingen uns reinlegen würde. Dabei sind wir doch super clever und würden das durchschauen. Schließlich sind wir Fußballspieler. Wir sind die Intelligenzbestie des Landes. Mal gucken, gibt's hier irgendwo eine Kiste? Nein, dann halt nicht. Aua! Da hinten ist eine Kiste, aber nur für... Ach, was heißt nur? Lassen wir mal 5 gerade sein. Dann nehmen wir mal ein Reisbällchen oder was auch immer es war. Es war ein Reisbällchen. Also dieses komische Ding an einem Stock. Was auch immer es ist. So. Nutzt uns Shingen wirklich nur aus? Aber ich mag Shingen. Ujiasu, du solltest dich auf Fürst Shingens und meine Seite stellen. Meinst du nicht? Das ist ja ein super Dialog. Siegen kann ja so schön sein. Ja, nicht wahr? Ach, das war's vom Hallenfußball für diese Woche, für diesen Tag. Und natürlich geht Yoshimoto Imagawa als Sieger hervor, wie wir es schon gewohnt sind. Kann jemand diese Mannschaft noch aufhalten? Tabellensieger und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ein Kommentator redet, weil ich von Fußball null Ahnung habe. Ich habe diesen Job auch nur für ein Apfel und ein Ei gekriegt. Das heißt, ich muss zahlen, damit ich diesen Job hier mache. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Aber egal, ich gebe zurück ins Studio, wo wir vermutlich eine Cutscene sehen werden. Wenn nicht, dann gibt es halt technische Probleme. Dann kommen wir nun zum Wetter bei der Schlacht von Kawanakajima. Bis dann.